Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator. Ihr seht auch schon eventuell rechts bei Sano GmbH dein Guthaben 493.000. Woran liegt das? Ich habe mir einen Mod heruntergeladen, wo ich mir dachte, komm, mache ich das jetzt mit einem Mod, dass ich mehr Geld kriege? Und ja, das habe ich gemacht. Aus dem einfachen Grunde, dass ich schneller hiermit fertig werde mit dem Spiel. Denn man braucht sonst wirklich ewig, bis man das Spiel mal durchgespielt hat. Ja, und deswegen dachte ich mir, komm, mache ich das. Ja. Ihr seht hier auch, ich habe jetzt unter anderem auch schon einen Mitarbeiter mir geholt. Hier sind 4 Stück, das bin ja ich hier, der hier. Und ja, hier sind auch 3. Und was ich jetzt mache, ist ein LKW kaufen. Und wir können jetzt hier auch die ganzen Garagen kaufen, die hier überall sind. Ja. Genau. Können wir die hier überall kaufen. Aber das machen wir doch nicht. Denn jetzt kaufen wir uns erstmal einen LKW. Ich kaufe mir die auch nur hier bei DAF. Online kaufen. Weil ich die geiler finde. Ausführung ändern. So. Das habe ich jetzt wirklich die ganzen Tage gemacht, wo kein Euro Truck Simulator 2 rauskam. Ich habe mir hier die ganze Zeit die LKWs gemacht. Für meine Mitarbeiter. Ja. So. Das passt so. Dann noch die Farbe Orange. Weil alle LKWs bei mir sind orange. So. Kommt hier oben natürlich noch das hier drauf. Und das hier. So. Perfekt. Bestätigen. Und Kauf. Also der kommt jetzt hier rein. Zack. Und fertig. Gut. Gut, gut, gut. Achso, ja, ich habe bei der Bank auch schon mal eine Sache hier zurückgezahlt. Ich glaube, das war hier 100.000 oder was weiß ich. Die 400.000 könnte ich auch alles zurückgeben. Aber. Mache ich irgendwann. So, genau. Können wir uns jetzt hier einmal kurz noch ein Dingsbums kaufen. Bremen. Hier ein Fahrer kaufen wir kurz. Hier jetzt Aquare einstellen. Ja. Zack. Gut. Aber jetzt hier 4 von 5. Genau, dann fehlt hier noch einer. Und dann habe ich hier diesen Bremen-Dings komplett fertig gemacht. Ich habe auch schon in Duisburg eins gekauft, aber noch nicht aufgerüstet. Ja, so. Machen wir aber jetzt erstmal ein Auftragsangebot und gehen auf schnell Dingsbums und machen einmal das hier. So, also ihr seht schon, ich verdiene jetzt hier jedes Mal 250.000. Aber man wird so sonst auch nie mit dem Spiel fertig, weil du unendlich lange brauchst dafür, Chef. Also nimmt's mir nicht böse, wenn ich das gemacht habe. Ja. Werden jetzt wahrscheinlich einige schreiben oder so, dass da, ja, das geht aber nicht. Ja gut. Kommt drauf an, wie man das Spiel spielen will. Ich mache das jetzt nur, oder ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich das einfach schneller fertig bekomme. Das Spiel also komplett durchspielen kann. Und ja, keine Ahnung, ob auch irgendwann nochmal so oft jetzt dieses, so welche Videos. Auf geht's. Aber ja. Auf jeden Fall macht es mir da trotzdem, mir macht es trotzdem noch viel Spaß, ne? Soll ja Spaß machen. 2, 1, 2, 3, ne, 1, 2, so. Perfekt. Und los geht's. Boah, ich liebe dies mit dem Lenkrad zu fahren. Ich weiß nicht wieso. Freue mich schon, wenn ich in Real Life Auto fahren kann. So. Irgendwo hier geht es jetzt gleich raus. So. Achso, ich habe übrigens bald ein neues Lenkrad. Denke ich mal. Ich weiß nur nicht wann. Aber das erfahrt ihr dann auch irgendwann. Genau. So, von dem PC-technischen her kann ich mir erstmal nichts Neues kaufen. Deswegen, okay, lass uns eine neue Route finden.
So. Also von dem PC-technisch her kommt erstmal noch nichts Neues. Das dauert noch ein bisschen, 2 Jahre oder so, dann habe ich auch bessere Grafik und so. Da will ich mir dann auch bessere Monitore holen. Die sind allerdings ein bisschen größer. Da muss ich sowieso wieder gucken, wie ich das hier alles mache. Aber ja, keine Ahnung. So. Zack. So. Fahren wir jetzt hier nämlich aus dem Gebiet mal raus. Weiß gar nicht, ist das hier auch gerade ein Dach, was ich fahre? Ich glaube schon, ne? Rechts So. halten und dann rechts abbiegen. Warum soll ich den rechts halten? Wenn man hier abbiegen will, oder was? Oh ja, Bitte nach tatsächlich. rechts ab. Ja, ich fahre jetzt ausnahmsweise über diese rote Ampel. Rot. Aber das ist bei mir auch nicht böse, denn ich bin ja der weltbeste LKW-Fahrer, wisst ihr ja. Genau. Ja, diese Ampel ist grün, also ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, einfach nur, habt eine Grün-Rot-Schwäche oder sowas. Gibt es überhaupt eine Grün-Rot-Schwäche oder sagt man Grün? Nee, was sagt man? Irgendeine Schwäche sagt man ja immer. Ich weiß gar nicht welche. Boah, ich fahre hier mit 60 Sachen bei 50. So. Ich glaube, jetzt könnte ich wieder langsamer werden. Wo ich mich hier gar nicht drauf freue. Weißt du, wenn ich Kurven nehme, bin ich nicht so langsam. Aber wenn ich gerade fahre, dann verliere ich an Geschwindigkeit. Ergibt das Sinn? Keine Ahnung. Aber diese Dingsbums hier ist echt scheiße. So. Ach ja, ich bin ja auch bei den Hamburg und wohne dort. So. 99 Kilometer noch. Dann sind wir unser Ziel angekommen. So, wir fahren auch wieder 70 in der 60er-Zone. Mein Führerschein wäre jetzt schon weg. Aber die Polizei macht nichts. Ja, was fliegt denn da? Fliegt denn da Militärzeug? Habt ihr das gerade da oben gesehen? Da fliegt doch Militär oder irgend sowas rum. Ja, das ist definitiv Militär. Was machen die denn hier? Warum ruckelt dieses Spiel so? Und dieses Lenkrad, das macht mich aggressiv, ne? Das vibriert, aber hier ist gar nichts, ne? Also immer wenn ich lenke, macht es so Kackgeräusche. Boah. Wo bin ich das neue Lenkrad an? So. Na, also ich werde mir, denke ich, in 2 Jahren ungefähr ein neues PC-Setup holen. Dort wird auch ein neuer Tisch tatsächlich dann kommen. Also ich werde mir auch einen neuen Tisch holen. Ja. Ich werde mir dann auch 32 Zoll Monitore holen tatsächlich. Bitte rechts halten. Aber da muss ich halt auch leider ein bisschen gucken. Ja komm, Bus. Was ist denn dein Problem? Wenn ich nach rechts blinke. Bitte links halten. So. Biege nach rechts ab. Oh, fast vorbei. Fast vorbeigefahren. Sind das 2 Spuren für mich oder nur eine? Ah, will Rechts ich. halten und dann rechts abbiegen. Guck mal, die Bitte Ampel wurde nach sogar rechts grün, weil die abbiegen. mich schon gesehen hat. So. War ich jetzt auf einer Autobahn oder was? Wow. Habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall hole ich mir einen neuen PC. Also ich hole mir erstmal nur einen neuen PC. Danach hole ich mir dann noch einen neuen Tisch. Ne? Einen neuen Tisch.
der dann auch größer ist und dann kommen da die 32 Zoll Monitore drauf. Ich glaube, ich hole mir sogar drei neue, soweit ich weiß. Na, also 32 Zoll und 4K Monitore und dann habt ihr auch bessere Qualität hier in den Videos und in der Hoffnung, dass es dann auch nicht mehr so ruckelt. Genau. Bitte rechts halten. Na, also habt ihr auch, dann könnt ihr auch mal Videos in 4K gucken, wenn ihr dann auch 4K Monitore habt. Wenn nicht, dann nicht, dann könnt ihr nur HD gucken, aber ist ja auch, ne, also aktuell kann man ja so oder so nur bei mir HD gucken. Ich selber kann auch nur HD aufnehmen. Boah. Naja, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, also ich hole mir dann bei 32 Zoll Monitore, die dann halt 4K können. Ja, und dann könnt ihr auch alles hier in 4K gucken. Und hören. Und ich hole mir einen neuen PC, ne? Also das hat dann die neue 4090 dann. Aber dauert noch ein bisschen. Dann bitte links halten. Funktioniert das auch so alles, ne? Könnte natürlich auch sein, dass es noch länger dauert, weil ich mache ja die Ausbildung und da verdiene ich ja Geld und da will ich mir dann das Geld zusammensparen. In zwei Jahren ungefähr fange ich dann an, die Ausbildung zu machen. Und ja, in der Ausbildung verdiene ich ja auch Geld. Und dort verdiene ich ja dann auch Geld und da will ich mir dann das Geld ein bisschen zusammensparen. Praktisch alle Einnahmen, die ich da kriege, will ich sparen, außer jetzt 300 Euro oder so gehen weg, glaube ich, also 350 oder so gehen weg wegen Auto. Ah, ich mache ja dann auch noch den Führerschein, ne? Also den Führerschein will ich ja jetzt schon machen irgendwann. Ja, muss ich gucken wie das so läuft. Aber ich will mir auf jeden Fall das Geld zusammensparen in 2 Jahren oder so. Oder wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Wäre auch. So. 29 Kilometer noch. Ja. Ne, aber mal gucken, was daraus wird. Ne, weil 300 Euro gehen auf jeden Fall weg für ein Auto. Und nochmal 300 Euro gehen weg, weil ich irgendwie hier was bezahlen muss. Keine Ahnung. Macht mich nichts. Habe ich ungefähr noch 400 Euro von 1000 übrig. Wow. Wobei ich kriege ja jedes neue Jahr in der Ausbildung dann ja mehr Geld. Ne? Nein, ich überhole die hier alle. Kein Bock jetzt hier dran zu stehen. Immer geradeaus. Immer so. Geradeaus. Route neu berechnen. Oder ich bin nur noch auf der Straße. Warum denn immer Route neu berechnen? Neu berechnen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Halt doch mal eine blöde Schnauze. Mannequin, ey. Warum ruckelt das hier? Ja, genau. Ey, kann ich jetzt mal ihre blöde halten? Genau deswegen will ich mir einen neuen PC holen. Weil es hier ruckelt. Ohne Sinn. Demnächst rechts abbiegen. Boah, was dagegen? Hm? Biege nach rechts ab. So. Okay, lass uns eine neue Route finden. Junge, ich bin doch noch auf der Strecke. Ey, die macht mich aggressiv. Mach dich gleich aus, ey. So, wie ich jetzt einparke, das zeige ich euch nicht mehr, weil das Video sonst einfach zu lange geht. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Schön. So, ich würde jetzt hier eigentlich das hier machen, das mache ich aber gleich nach dem Video eben kurz. Ja.
Auf jeden Fall, wisst ihr jetzt Bescheid, ne? Also ich hole mir dann in 2 Jahren, denke ich mal, einen neuen PC. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert, bis ich das zusammengespart habe. Also wenn ich 1000 Euro verdiene und 600 geht weg, dann habe ich noch 400 Euro übrig. Und die spare ich dann. Und dann habe ich irgendwann 500 Euro übrig und dann glaube ich nochmal 600 Euro übrig oder so. Keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben jetzt mittlerweile die 295 oder 94 Member erreicht. Vielen, vielen Dank. Ja, habt einen traumhaften Tag. Achso, aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch freuen. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.